Den Weg, den wir im letzten Jahr mit der Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes eingeschlagen haben, Sie erinnern sich an das Wort Sixpack, haben wir mit dem Fiskalvertrag noch verbindlicher und konsequenter fortgesetzt. Das Defizitverfahren bekommt endlich den Biss, den es braucht, um effektiv und glaubwürdig zu sein. Vor einem Jahr haben sich die Staats- und Regierungschefs im Euro-Plus-Pakt politisch darauf verständigt, nationale Schuldenregeln einzuführen, wie sie in Deutschland bereits seit 2009 gelten. Heute stehen wir unmittelbar vor der Unterzeichnung eines verbindlichen völkerrechtlichen Vertrages, der hierzu klare und ehrgeizige Vorgaben macht und beim Europäischen Gerichtshof eine einklagbare, sanktionsbewährte Umsetzungsverpflichtung mit einer klaren Frist enthält. Dieser Fiskalvertrag soll dem Deutschen Bundestag in Kürze zur Ratifizierung vorgelegt werden. Damit binden sich nationale Regierungen und nationale Parlamente in noch nie dagewesener Weise in einem Kernbereich nationaler Souveränität, dem Haushaltsrecht. Dies wäre noch vor wenigen Monaten absolut undenkbar gewesen. Aber es ist eben auch absolut notwendig. Denn wenn die Krise eines gezeigt hat, dann das. Die unverantwortliche Haushaltspolitik eines Eurostaats kann die gesamte Eurozone an den Rand des Abgrunds bringen. Eine neue Stabilitätspolitik dagegen führt Europa aus der Krise heraus. Tatsächlich erfolgreich wird sie aber nur dann sein, wenn sie gleichzeitig auch Wachstumskräfte freisetzt. Wachstum braucht Wettbewerbsfähigkeit. Sicherlich brauchen wir auch Geld für Investitionen. Ich will an diesem Beispiel noch einmal sagen, für Griechenland sind Gelder für Investitionen mehr als im Augenblick umsetzbar vorhanden. Das gilt im Übrigen auch für Italien und für Spanien, für andere Länder. Aber es braucht eben auch Wettbewerbsfähigkeit. Niemand produziert in einem Land, das nicht wettbewerbsfähig seine Produkte herstellen kann. Und bei gewachsener internationaler Konkurrenz müssen wir uns diesem internationalen Wettbewerb stellen. Wer das nicht tut, wird auf Dauer nicht nachhaltig wirtschaften können. Deshalb besteht nachhaltige Politik darin, einerseits Fehlentwicklungen früher zu erkennen. Die Bundesregierung hat durchgesetzt, dass das neue europäische Ungleichgewichteverfahren auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet ist und nicht darauf etwa, wettbewerbsstarke Mitgliedstaaten mit vermeintlich zu positiven Leistungsbilanzen zu bestrafen. In ihrem erst kürzlich veröffentlichten Frühwarnbericht hat die Kommission 12 Mitgliedstaaten benannt, die sie vertieft analysieren wird. Deutschland ist der einzige große Mitgliedstaat, der nicht dazugehört. Nachhaltige Politik besteht andererseits darin, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit aktiv zu fördern. Deshalb haben wir uns im März letzten Jahres im Euro-Plus-Pakt auf mehr Strukturreformen für mehr Beschäftigung bereits verpflichtet. Und auf dem Januargipfel haben wir beschlossen, besondere Anstrengungen zu unternehmen, um arbeitslosen Jugendlichen schneller Arbeitsmöglichkeiten, Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten zu geben. Dazu sollen nationale, aber auch europäische Ressourcen effizienter eingesetzt werden. So können zum Beispiel die Strukturfondsmittel flexibler eingesetzt werden und ganz bewusst auch für mittlere und kleine Unternehmen eingesetzt werden, kombiniert mit der Notwendigkeit, dann auch junge Menschen einzustellen und ihnen eine Arbeitschance zu geben. Auf dem Rat am kommenden Donnerstag wollen wir einen Schwerpunkt bei den älteren Arbeitnehmern, den 55- bis 64-Jährigen, setzen. Im Januar haben wir auch beschlossen, die Vollendung des Binnenmarkts voranzutreiben, indem wir die Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen verbessern und Schlüsseltechnologien stärken. Informations- und Kommunikationstechnologie, Mikro- und Nanotechnologie, optische Technologien und modernste Fertigungstechnologien. All das hilft dabei, die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Mitgliedstaaten und der gesamten Europäischen Union zu verbessern. Um Rahmenbedingungen zu schaffen, die Innovation begünstigen, muss die Wirtschaft weiter von unnötigen Bürokratiekosten entlastet werden. Das ist ein kostenloses Konjunkturprogramm. Und das Europäische Aktionsprogramm zum Abbau von Verwaltungslasten hat bereits Erfolge erzielt. In den untersuchten Bereichen konnten die Kosten um 22% gesenkt werden. Vorschläge liegen auf dem Tisch, die eine weitere Verringerung um bis zu 11% ermöglichen. Und wir sind sehr froh, dass dieses Programm jetzt auch fortgesetzt wird.
Meine Damen und Herren, die europäische Staatsschuldenkrise zeigt, wie eng die Geschicke der Euro-Länder, aber auch der übrigen EU-Mitgliedstaaten inzwischen miteinander verflochten sind. Jeder Mitgliedstaat trägt Verantwortung für sich selbst, aber letztlich auch immer für die Eurozone als Ganzes und die Europäische Union. Dieser Eigen- und Mitverantwortung steht die unverbrüchliche europäische Solidarität gegenüber, wenn es darum geht, Gefahren von der Eurozone insgesamt abzuwenden. Wir haben diese Solidarität zunächst durch bilaterale Hilfen, dann durch den temporären Euro-Rettungsschirm EFSF, schließlich durch die Entscheidung für die Einrichtung eines dauerhaften Krisenbewältigungsmechanismus ESM unter Beweis gestellt. Zuletzt haben wir entschieden, den ESM ein Jahr früher als geplant zu aktivieren. Und damit werden wir schon im Sommer dieses Jahres über ein dauerhaft schlagkräftiges Instrument verfügen. Die Bundesregierung ist bereit, den deutschen Kapitalanteil schneller in den ESM einzuzahlen als ursprünglich geplant. Genau darüber werden wir auch am Donnerstag sprechen auf dem Rat. Voraussetzung dafür ist, dass auch die anderen Mitgliedstaaten mitziehen. Konkret kann ich mir vorstellen, die Hälfte des deutschen Kapitalanteils, das heißt rund 11 Milliarden Euro, schon in diesem Jahr einzuzahlen und die zweite Hälfte dann im nächsten Jahr. Damit würde die effektive Ausleihkapazität des EFSM nach nur 2 Jahren erreicht werden, statt wie bislang geplant nach 5 Jahren. Veränderte Verhältnisse verändern verändertes Handeln, und das haben wir genau gemacht. Die Bundesregierung sieht derzeit keine Notwendigkeit für eine Debatte über eine Erhöhung der Kapazitäten von EFSF und ESM. Die Refinanzierungsbedingungen für Italien und Spanien haben sich dank der dortigen Reformanstrengungen sichtlich verbessert. Mit der Umschuldung Griechenlands, der freiwilligen Umschuldung, das will ich allerdings sagen, betreten wir Neuland. Verläuft sie erfolgreich, sinkt die Ansteckungsgefahr für andere Euro-Staaten weiter. Jetzt gilt es allerdings erst einmal, den Verlauf dieser Umschuldungsaktion abzuwarten. Wir werden am 10. März wissen, ob die freiwillige Beteiligung die notwendigen 2/3 erfüllt, und dann schauen, wie wir über die KAKS auch die Umschuldung insgesamt beenden. Das heißt also, vor uns liegen noch Tage eines Prozesses, den es so in Europa und in der Eurozone nicht gegeben hat. In einem Wort, wer Verantwortung übernimmt, wird immer auch mit der Solidarität der Partner rechnen können. Und wer Solidarität einfordert, muss auch Verantwortung übernehmen. Deshalb ist die Bundesregierung auch für die enge Verknüpfung zwischen der Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Fiskalvertrag und der Inanspruchnahme von Hilfen aus dem dauerhaften Rettungsschirm ESM eingetreten, wie sie jetzt in beiden Verträgen verankert ist. Bei allem müssen wir aber stets auch über unseren europäischen Tellerrand schauen. Wir sollten die laufenden multilateralen und bilateralen Handelsverhandlungen insgesamt intensivieren, um Wachstum besser möglich zu machen und vor allen Dingen auch zu schauen, dass wir gerade im transatlantischen Verhältnis unsere Handelsaktivitäten vereinfachen und damit neue Wachstumsmöglichkeiten sich eröffnen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Gründerväter der Europäischen Union haben mit Kraft, mit Ideen, mit Mut Europa gebaut. Sie haben die Lehren aus Jahrhunderten schrecklichen Blutvergießens und Leids in Europa gezogen und Frieden und Freiheit in Europa verankert. Sie haben das nicht nur für sich getan, sondern sie haben es auch für die nachfolgenden Generationen getan. Jetzt ist es an uns, mit Kraft, mit Ideen, mit Mut, diese europäische Erfolgsgeschichte im 21. Jahrhundert fortzuschreiben. Für uns, vor allem aber auch für unsere Kinder und Enkel. Dem dienen die Maßnahmen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe. Das zweite Griechenland-Programm, für das ich um Ihre Zustimmung bitte, und der Fiskalvertrag, der dem Deutschen Bundestag in Kürze zur Ratifizierung vorgelegt wird. Mit ihm beginnen wir, die politische Union zu schaffen, die politische Union, die bei der Gründung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion vor 20 Jahren noch nicht geschafft wurde. So können wir unser Ziel erreichen, das Ziel, dass Europa stärker aus dieser Krise hervorgehen wird, als es in sie hineingegangen ist. Das wollen wir erreichen, weil wir nie vergessen, wir Europäer, wir sind zu unserem Glück vereint.
Ich danke Ihnen.